5 Sekunden haben wir verpasst. Aber nichts Wichtiges und Dramatisches in diesem letzten Vorrundenspiel. Und bevor es hier dann gleich richtig rund geht, schauen wir uns gleich einmal die Tabelle an. Ihr könnt das tun, wie gesagt, auf freewcup.de. Und da haben wir den ersten Treffer für die Hanseaten. Heute nicht mehr in Pink, heute im bekannten Weiß. Führung für die Hanseaten. So, sehen wir hier nochmal. Kurioser Treffer. So, Hamburg damit mit 12 Punkten das Maß aller Dinge. Die Bremer zurzeit auf Platz 2 mit 9 Punkten, die Wolfsburger auf Platz 3. Wir gucken auf die Kölner, zurzeit 13. mit 4 Punkten, könnten noch auf 7 Punkte kommen. Momentan Hamburg gegen Stuttgart, ein Duell. Bremen gegen Mainz 05. Wolfsburg gegen die Mühlenkreisauswahl. Das wären so 3 Achtelfinals, die sich momentan aus der aktuellen Tabelle heraus ergeben. Kölner könnten sie jetzt mal schnell machen. Unordnung beim HSV nach dem Wechsel. Schaffen sie nicht ganz. Kölner derzeit ja mit 4 Punkten. 2:3 Niederlage gegen Dortmund und dann ein 2:2 gegen die Bayern. Da schon einen guten Auftritt hingelegt und dann gab es gestern Abend noch ein 4:3 Erfolg gegen Werder Bremen. Die Hamburger bisher schadlos gehalten. 3:1 gegen Mainz, 4:0 gegen Wolfsburg, Gladbach mit 2:1 geschlagen. Also die Hanseaten sehr zur Freude des Turniergründers Heinz-Dieter Holsing. Bisher absolut on fire hier bei diesem Turnier. Würde ich einen guten Eindruck hinterlassen. Trainiert ja von Bastian Reinhardt. 166 Bundesligaspiele, 123 Mal in der zweiten Liga aktiv. Und 4-mal Champions League. Moritz, ich glaube, da warst du noch gar nicht geboren. Bastian Reinhardt hat diese 4 Champions League-Spiele mit dem HSV gemacht. Unvorstellbar für so einen jungen Bengel. Na, Sachen gibt es, die kann man sich nur in Gedanken vorstellen. Ein bisschen was von der glorreichen HSV-Zeit auch noch mitbekommen, bevor dann der große Untergang losging. Zeiten von Rafael van der Vaart, Ivica Olic. Dass man damals, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen 4-mal gegen Werder Bremen spielte. Bundesliga, Europa League, beziehungsweise damals noch UEFA Cup und DFB-Pokal. Mit dem Papier-Google-Gate. Legendäre Elfmeterschießen. Gute Möglichkeit hier für Elias Bakatukanda. Hier nochmal die Chance, über die Bande gespielt. Dann direkt am Name an die Latte. Also Köln drängt auf den Ausgleich. Ja.
mit dem drohenden Zeitspiel da den Freischuss doch noch ausgeführt bekommen. Jetzt rollt allerdings der Konter für die Kölner. 3-1. Erstmal geklärt. Der Gegenseite jetzt vielleicht. Aber auch nicht gut gemacht vom HSV. Pedro Gomez dos Santos verliert erst den Ball. Dann erobern sie ihn aber zurück und die große Möglichkeit zum 2:0 durch den Kapitän Milad Nejat Alidor. Mit der Chance zum 2:0 hier. Lässt er aber erstmal liegen. Außennetz. Anschlag aufs Hamburger Betreuerteam. Luca de Mesta mit dem Abschlussversuch. Ja, den Mangel genommen kann man geben. Schiedsrichter Thomas Peters. So, Verkehr wird noch gerade geregelt. Und dann kann es weitergehen. Über die Bande. Dadurch geraten die Hamburger da in den Konter. Aber der Keeper, Finn-Andreas Böhmker, Nationalkeeper U16, kommt da früh genug aus seinem Kasten raus, kann das Leder aufnehmen. Und ist vor Luis Mankatz am Ball. Schöne Einzelleistung mit dem Abschluss dabei von Max Marie. Hier im Hamburger. Glück gehabt da für die Kölner. Da spielt der Keeper aber mal mit dem ganz heißen Feuer. Verliert da fast den Ball. Technik. Ist auch ein Feldspieler, glaube ich, ne? Können dann auf jeden Fall die Trikot Nummer 12 an, die nicht auf dem Spielberichtsbogen ist. Oder ist das Tobias Pavelczyk? Wenn ich mich an gestern erinnere, dann bin ich da bei dir. Es dürfte ein Feldspieler sein. Während die Kölner hier Chance um Chance vergeben. Ausgleich wäre hier mittlerweile mehr als verdient. Da sehen wir Pavelczyk. Auf der Bank, wenn wir beide da mal hinschauen. Ganz links steht er neben dem Betreuer mit dem Trainingsanzug nur an. Also ein Feldspieler im Kasten, der Kölner. Letztes Jahr den Dortmundern auch passiert. Und haben es bis ins Finale geschafft. Vielleicht ein gutes Omen, das war eine richtig gute Parade. Wechsel bei den Hanseaten. Bastian Reinhardt hier, dritte von links. Im Bild. Macht das bisher aber mehr als ordentlich. Ja. Der Feldspieler im Kasten, der Kölner. Kommt jetzt auch selber zum Abschluss. Fehlt aber ein knapper halber Meter. Kommentatorentechnischer Sicht wäre jetzt ein 2-0 ganz schön. Dann nämlich können wir uns wirklich schon mal vorbereiten. Es wird gleich losgehen mit dem Tabellenersten. Also der HSV, das sicherlich ein kleiner Nachteil, müsste dann gleich direkt im Anschluss wieder spielen. Außer die Verantwortlichen tauschen vielleicht noch kurzfristig
eine Partie, was ich mir ganz gut vorstellen könnte. Intensität hier ist ja schon nicht ohne. Und dann der Treffer für die Kölner. Das 1-1. Torschütze der Spieler mit der Nummer 3, Riyad Samic. Und das Trömmelche jetzt, auch in Lübbecke. Und der nächste Treffer, während wir noch die Wiederholung geschaut haben. Direkt das 2-1. Treffer kommt jetzt. Sehen wir es nochmal, der Fehler von Böhmker. Und der Ausgleich! Wieder in der Zeitlupe. Durch den Kapitän. Milat Neatali Ayildor. Der Treffer kommt. An der langen Seite. Also für die Abschlusstabelle, insbesondere was die Position der Kölner angeht, macht es das hier nicht einfacher, dieser Spielverlauf. Bleibt nochmal spannend bis zum Ende. 40 Sekunden haben wir hier noch zu gehen. Im letzten Vorrundenspiel des Freeway Cups 2020. Köln jetzt gerade Tabellenzehnter mit 5 Punkten. Würden aber wie gesagt noch hochschieben. So, 20 Sekunden auf der Uhr. Also, es sieht danach aus. Hamburg gegen Stuttgart, Bremen gegen Mainz, Wolfsburg gegen die Mühlis, Hertha gegen Leipzig, Schalke gegen Dortmund, das Revierderby. Wenn hier nichts mehr passiert, nochmal die richtig gute Gelegenheit für die Kölner. 3 Sekunden vor dem Ende der Partie. Aber das dürfte es jetzt wohl gelesen sein. Böhmker nochmal mit dem langen Abwurf. Klappt allerdings nicht. Und so bleibt es beim 2-2.